国际人权协会代表 Hubert Klopper 提醒默克尔政府，现在为时还不晚，要尽快跟随美英等国步伐，对中共采取一致的制裁措施。Die Bundesregierung und verschiedene andere europäische Länder müssen endlich mal verstehen, dass dieser Slogan, der jahrelang propagiert wurde, Wandel durch Handel, dass der mit China einfach nicht funktioniert. Nicht zu spät, sondern es ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass alle Staaten zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika wirklich eine Meinung zu diesem Gesetz haben. 德国法兰克福汇报指出，德国总理安格拉默克尔在与欧盟就公开批评中共港版国安法话题举行视频会议后，继续对中共保持沉默态度。当被问及欧盟以及德国是否像美国一样对德国最重要的贸易伙伴进行制裁时，默克尔回答说，联邦政府与中共的关系重要和有战略意义，这引起了政治上的不满。Ich muss sagen, die Äußerung von Bundeskanzlerin Frau Merkel, das kommt einem Skandal gleich. 德国执政党国会议员玛丽安·芬特在接受德国图片报采访时称，中共是恐怖分子，与中共做生意就是与恐怖分子合作。Für mich ist ganz klar, eine Regierung, welche Minderheiten unterdrückt, welche Minderheiten in Lager sperrt, um sie umzuerziehen, das sind für mich Terrormaßnahmen gegen das eigene Volk. Und deswegen muss man das auch klar benennen, dass in Peking Terroristen sitzen. Nein, wir müssen gegenüber Peking klar adressieren, was wir nicht wollen. Wir wollen keine Zusammenarbeit mit einer Regierung, die Menschenrechte verletzt und unterdrückt. Wir müssen klar sagen, dass wir Huawei hier nicht haben wollen, dass wir andere Sicherheitsunternehmen hier im Land nicht haben wollen.Und damit unsere klare Position verbessern, auch innerhalb Europas. Das Schweigen der deutschen Bundesregierung zu dem, was in Hongkong passiert, ist nicht akzeptabel. Auch letztlich nicht im Interesse Deutschlands und seiner Geschäftsbeziehungen zur Volksrepublik China. Das ist für eine Handelsnation, wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, ganz, ganz gravierend. Handel kann nur geschehen, wenn man sich auch darauf verlassen kann. 德国工业联合会首席执行官 Joachim Lamm 表示，港版国安法的实施使德国经济界对中国和香港的投资产生信任危机。德国工业担心香港的政治和社会紧张局势，中共绝不能轻率地违背国际信誉。I'm angry because our government is doing nothing to support the struggles of freedom and democracy in Hong Kong. 新唐人德国记者站报道。